Gonzalez. He steps into the ring wearing purple trunks, trimmed in white, red, and gold. He weighed in at an even 118 pounds. And he has an impressive professional record of 25 wins, just 3 defeats, and 24 of his victories coming by way of knockout. The former WBA Latin American champion from Mexico City, Mexico, Rafael Márquez. 28 Kämpfe, 25 Siege, 3 Niederlagen, 24 Unentschieden, 24 K.O.s. Rafael Márquez. He weighed in at 117 and 3 quarter pounds. As a professional, he has an impeccable record of 40 wins, just 1 defeat, and 27 of his victories coming by way of knockout. The former IBF lightweight and junior bantamweight champion of the world, from our nation's capital of Washington, D.C., Mark Tushar Johnson. Mark Tushar Johnson, 41 Kämpfe, 40 Siege, da sieht man schon. Ein absoluter Klassemann. Nur eine Niederlage, 27 Mal gewann er durch K.O. Und Robert González holt nun beide in die Ringmitte. Wunderbar, hier sogar zweisprachig geführt. Der Stare-Down, wo beide nochmal aufmerksam gemacht werden, was sie tun und was sie lassen müssen. Und dann darf es losgehen. 10 Runden ist dieser Kampf hier angesetzt. Und 10 Runden, die für beide entscheidend sein dürften, denn beide sind sie in den Ranglisten ganz weit vorne. Johnson in der silber-schwarzen Hose. Rafael Márquez in der violetten. Mark Tushar Johnson in der Rechtsauslage. Da sieht man die rechte Sitzung, die linke die Schlaghand. Rafael Márquez, Normalauslage. Southpaw nennt man die Rechtsausleger in Amerika. Ja, da sondieren beide noch etwas die Lage. Johnson vielleicht etwas aktiverer Mann hier in dieser ersten Runde, Beginn dieser ersten Runde. Aber dieser Rafael Márquez ist ja bekannt, dass ein ruhiger Boxer erstmal schaut, der erstmal den Gegner antestet. Und dann stärker wird. Und man sieht, er kann unglaublich zuhauen. 25 Siege, 24 durch K.O. Das kann sich sehen lassen. Sharp Johnson ist ja auf einer Comeback-Tour. Er hat nicht nur seine Gegner K.O. geschlagen, sondern auch seine Frau. Und deshalb musste er für ein Jahr ins Kittchen abwandern. Mittlerweile haben sich beide wieder vertragen. Aber hat ihn natürlich 12 Monate seiner Karriere gekostet.
aus diesem Loch. Gute erste Runde hier vom Ex-Weltmeister Mark Joseph. Too Sharp Johnson. Abraham Johnson, Cassius Green und Tyron Roos. In seiner Ecke. Und Cassius Green, den kennt man ja weltweit mit seiner Mütze. Einer der besten Cutmen, die es überhaupt gibt. Hier arbeitet Rafael Marquez, Senior der Vater, Ignacio Beristain und Gilardo Marquez. Ja, da ist etwas aus der Balance geraten, Johnson. Ja. Aber es gab mit Sicherheit ein paar bessere Szenen hier in Runde 1 als diese. Macht nichts. Weiter geht's. 10 Runden Bantamgewicht. Marquez, 26 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Und er brachte 53,5 Kilogramm auf die Waage. Johnson, 30 Jahre alt, also 4 Jahre älter, nur 1,60 Meter groß und 53,4 Kilo. Also beide haben das Bantamgewicht hier locker gebracht. Ist ja auch nicht mehr üblich bei Kämpfen, bei denen es um keinen Titel geht. Hat der eine oder andere doch mal gerne ein Kilo mehr auf den Rippen, aber beide haben hier die Vorbereitung auf diesen Fight sehr ernst genommen. Marquez, ein Weltklasse-Mann, allerdings hat er Probleme etwas mit seinem Kinn. 3 Niederlagen hat er einstecken müssen bislang. 3-mal ging er an die Knie oder noch tiefer. Los ging's mit Marquez Profikarriere 1995 und gleich setzt es eine K.O.-Niederlage in Runde 8 gegen den späteren Weltklasse-Mann Victor Rabanales. Aber was bemerkenswert war, schon bei seinem Profidebüt musste dieser Rafael Marquez, oder er sollte wenigstens über 10 Runden gehen, in Deutschland beispielsweise undenkbar. Aber in Mexiko werden die Talente eben nicht mit Samthandschuhen angefasst, da müssen sie gleich etwas bieten für ihr Geld. Sehr konzentriert, Marquez aber auch sehr zurückhaltend. Und Johnson versucht es hier mit ein paar Spielchen, lässt seine Muskeln rollen. Eindeutig zu sehen, beide haben doch eine gehörige Portion Respekt voreinander. Naja, Runde 2 war nicht gerade doll, was sie da beide geboten haben. Kann also in den nächsten 8 Runden nur besser werden. Noch mal ein Blick hier in die Halle. Roten Girl zeigt die dritte Runde an. Wir warten jetzt hier, das ist mit der dritten Runde
weitergeht. Die Schemel werden ausgeräumt. Jawohl, endlich. Sorgt hier Robert González dafür, dass der Kampf weitergehen kann. Marquez ruht sich aus bis zur letzten Sekunde. Seine zweite Niederlage setzt es übrigens 1998 gegen Francisco Mateos. Da war es in Runde 3 vorbei und im letzten Jahr verlor er in Runde 2. Zum dritten Male dann gegen Genaro Garcia. Also die Chance ist da für Mark Johnson, wenn er da trocken durchkommt. Dann könnte es sein, dass Marquez da abtauchen muss. Bislang ein ganz eigenartiger Kampf hier. Kaum Risiko hier auf beiden Seiten. Marquez hat bislang noch gar nichts gezeigt. Johnson nicht viel, aber Marquez gar nichts. Manager von Mark Johnson, Cameron Duncan, ist übrigens felsenfest davon überzeugt, dass sein Schützling, der ist hier, ist auch zum ersten Mal hier Probleme bekommt. Da hat Marquez einmal aufgedreht und schon fängt er an zu wanken hier, Johnson. Und genauso muss er es machen. Rafael Marquez, jetzt blüht er auf, jetzt deckt er Johnson mit einem Schlaghagel ein. Wieder gute Treffer, links, rechts. Geht doch. Er schläft nur 2,5 Runden vor sich hin und dann wacht er auf und sofort gibt's hier Saures für den Ex-Weltmeister. Wir haben den Satz zu Ende zu bringen. Cameron Duncan, der Manager von Johnson, ist überzeugt, dass sein Schützling auch in höheren Gewichtsklassen, also im Bantamgewicht, ganz groß rauskommen würden, auch dort Weltmeister werden wird. Kann schon sein, aber erstmal muss er diesen Rafael Marquez hier besiegen. Und er hat ihm mal ganz kurz angedeutet, zu was er fähig ist. Also er selber etwas überrascht worden hier. Hat er seinen Gegner eingelullt, 2,5 Runden lang, hat den Kampf auch bestimmt. Und dann ging es auf einmal die Post ab. Hier nochmal die gute Aktion von Rafael Marquez. Tja, und schon schaut man hier etwas fröhlicher rein. Bin ich mal gespannt jetzt, ob Marquez da weitermacht, wo er letzte Runde aufgehört hat. Eine Ermahnung hier von Robert González an Mark Joseph Johnson, hier etwas sauberer zu boxen.
Marquez ist Nummer 7 bei der WBC, 8 bei der WBA, 5 bei der IBF und 6 bei der WBO und Johnson 8 beim World Boxing Council, 6 bei der World Boxing Association, 7 bei der International Boxing Federation und der World Boxing Organization ist Johnson im Bantamgewicht, die Nummer 4. Die Weltmeister heißen Vera Polsa, Prom, WBC, WBA, Heidi Moya, IBF, Tim Austin und WBO, Maurizio Martinez. Ja, und jeder dieser Weltmeister käme natürlich auch für eine Titelverteidigung gegen den Sieger dieses Kampfes hier irgendwann mal in Betracht. Gute Deckungsarbeit von Marquez. Nach wie vor ist Johnson der agilere Mann. Naja, da brauchen Sie nicht aufregen, mein Gott. Da gibt es im Profi-Boxen andere Sachen, die moniert werden könnten. Aber Marquez ersetzt ja, wenn er mal trifft, die sauberen, die harten Schläge, die harten Treffer. Ja, die Schläge jetzt hier von Johnson viel zu kurz, das hat man gut gesehen. Zweimal abgezogen, zweimal kurz vor der Nase geendet von Marquez. Natürlich auch gefährliche Situation hier, wenn sie so mit den Köpfen aufeinander zurauschen. Kann es da doch zum ein oder anderen Cut kommen. Und da schaut etwas finster rein, dieser Too Sharp Johnson. Don't try to hit him on his head. Let him throw his body. I'm holding behind the head. Got a chance. Get right here. 2 and 3 jabs, Mark. Shake it like me with the brick. Turn your feet around. The man ain't gonna do nothing to you. I do a squat. Man, I can play with him with the jab. Yeah, play with him. Yeah, but you got to do it. All night long. Yeah, but you got to hit him with something. Speed. You hit him with nothing. Put up, man. What trick? What trick? Keep your hands up, Jack. Keep your hands up. Keep your hands up. Keep your hands up. Keep your hands up. I'm tipping. Ist immer wieder satt, ja, die Arbeit in der Ringecke zu beobachten, Abraham Johnson. Ein recht engagierter Mann. Ja, und Johnson soll ja mehr zum Körper gehen, noch mehr arbeiten und seinen Jab einsetzen. Und ich denke, das Gleiche hat Rafael Marquez mit auf den Weg bekommen. Für mich ist er nach wie vor noch etwas zu zurückhaltend. Der Mann aus Mexico City, Mark Johnson, stammt aus Washington. Ja, kam mal knallhart da durch. Sofort wackelt er. Johnson setzt nach. Oh, wieder die linke und die rechte zum Kopf von Marquez. Da muss doch der Ringrichter noch zu Boden und da hat er alle Mühe hier. Johnson einzufangen, aber ich hätte doch da ein bisschen mehr den Kampf beruhigt. Aber wenn er mal Blut geleckt hat, dieser Too Sharp Johnson, dann gibt es für ihn eben kein Halten mehr. Ob da ein Ringrichter nun dazwischen liegt oder nicht, vollkommen egal. Gute Runde hier vom Ex-Weltmeister. Aber sollte da nicht zu unachtsam werden. Da waren auch 2, 3 gute Kopftreffer jetzt von Marquez dabei. Ja, eindeutig die beste Runde hier, Nummer 5. Endlich mal was geboten, als Action drinne. Schlag auf schöner Uppercut wieder von Johnson. 2, 3 Mal die Rechte nachgezogen. Jetzt wollen sie es wissen.
Oh, er hat Probleme gehabt, dieser Rafael Marquez. Und da hat man wieder gesehen, das beste Kind hat er nicht. Sofort hier die Anforderungsrufe für Johnson. Too sharp, too sharp. Und in dieser fünften Runde hat er tatsächlich super scharf geboxt. Marquez wird froh sein, wenn hier die nächsten 10 Sekunden rum sind. Auto noch mal nach dem Gong, wenn man aus Mexiko sieht, ja, das zeigt auch, dass er hier etwas frustriert ist. Und Marquez muss jetzt endlich aufwachen. Bringt nichts hier sofort sich hinzukämpfen, ab und zu mal ein paar Kombinationen abfeuern, dann allerdings gut auszusehen und dann wieder einzupennen. Er muss hier jetzt nach vorne und er muss den Kampf machen und er muss endlich mal diesen Mark Joseph Johnson hier in die Fäuste, zwischen die Fäuste bekommen. Ansonsten geht der Kampf dahin. Johnson hat immer wieder große Probleme, das Gewicht zu bringen. Muss jetzt beispielsweise von 58 Kilo auf 53,5 abspecken vor diesem Kampf. Und das kostet natürlich auch Kraft. Wieder solch eine komische Balanceakt hier von Marquez. Und sowas kannst du natürlich in den letzten Runden auch für den Gegner auszahlen. Die Kraft schwindet. Aber bislang sieht Johnson hier recht gut aus. Eigentlich wollte er mit dem Boxen aufhören nach dieser Eskapade. Das war auch schon ein bisschen mehr mit seiner Frau. Doch seine Kinder, seine 4 haben überredet: Papa, bitte mach weiter. Ja gut, dann hat er halt weitergemacht. Und hat gegen Sergio Perez und Arturo Valenzuela gewonnen. Und das ist jetzt Kampf Nummer 3 nach seiner unfreiwilligen Gefängnispause. Johnson versucht es hier wieder mit seiner rechten Tiefschlag. Von Marquez, ja, da wird er in seine Ecke geführt. Aber Johnson scheint es ganz gut verkraftet zu haben. Er holt erstmal tief Luft, natürlich. Tut ja auch weh, so ein Schlag. Geht er nochmal leicht in die Knie. 5 Minuten Zeit hat er ja, sich davon zu erholen. Und weiter geht's. Ende dieser Runde. Ja, macht er noch mal eine kleine Ehrenrunde, holt Luft. Tja, wieder die Aufforderung,
Nach Körpertreffern und da haben wir nochmal ganz klar gesehen, wie die rechte da zum Unterleib von Johnson ging, die linke war es. Siebte Runde. Na, jetzt geht's ein bisschen durcheinander. So, und da wird die Ringecke aufgefordert, nicht zu viel Wasser zu verspritzen. Natürlich Verletzungsgefahr für die Kämpfer, wenn der Boden hier wasserdurchdrängt ist. Und nach wie vor, denke ich, leichte Führung für Mark Joseph Johnson. Vier Runden hat er noch, dieser Marquez, das Ding hier zu drehen. Unmöglich ist natürlich nicht, aber er muss etwas tun. Muss endlich mal seinen Fleck mal hier aufwachen. Und dann streut Johnson immer wieder die ein oder andere Linke ein. Tiefschlag. Aber Robert González sieht das nicht allzu eng. Weiter geht's. Schön jetzt mal die Rechte von Marquez zum Kopf von Johnson. Ich kann mir vorstellen, dass die Fans hier am Corpus Christi sich unter diesem Kampf hier etwas mehr vorgestellt hatten. Immerhin zwei Klasse-Boxer, die in den Ranglisten ganz weit oben angesiedelt sind. Aber steht natürlich auch für beide viel auf dem Spiel. Einzelaktion jetzt hier in Runde 7. Links, rechts oder rechts, links. Wird ein bisschen umgehüpft. Der Kampf hat hier ganz klar an Qualität verloren. Tja, ich würde sagen, Freundchen, jetzt, wenn du gewinnen willst, dann streng dich nochmal an. Eigenartiger Boxer hier, dieser Rafael Marquez, er kann eigentlich alles. Wenn er mal explodiert, dann zeigt er, dass er Kombinationen schlagen kann, dass er eine gute Abwehr hat. Dass er auch Zug hinter seinen Schlägen ist, aber das kommt einfach alles viel zu selten. Hier nochmal schön die Linke im Ziel von Johnson. Zack, durch die Mitte zum Kopf von Marquez. Und da zeigt der Regisseur noch mal, was er kann. Und weiter geht's. Runde 8. Drei Runden noch. Auf 10 ist er angesetzt.
Nach wie vor gute Arbeit hier mit der Rechten von Johnson. Er ist nicht mehr der überragende Mann früherer Tage, das sieht man. Aber man sieht auch, dass er durchaus noch boxen kann. Jetzt schön hier die linke zum Kopf des Ex-Weltmeisters, die rechte nachgezogen. Na, zeigt er wieder Tiefschlag, aber diesmal sagt Robert González, war nichts. Und das sind wieder diese Aktionen von Marquez, wenn er da mal aufwacht, wenn er da mal nach vorne stürmt, dann klappt sofort und dann hat hier Johnson Riesenprobleme, wie jetzt wieder. Und da fragt man sich, warum das so alle drei, vier Runden kommt. Klasse, die rechte, die linke. Da muss man jetzt nachsetzen, wieder die rechte zum Kopf von Johnson. Und dann fängt er den Konter, also. Ich denke, sein Trainer hat hier harte Minuten zu überstehen und da bekommt er jetzt wegen Tiefschlags auch noch eine Verwarnung dazu. Da hat er gerade mal eine gute Runde gehabt. Aber trotz allem kann er die Runde ja gewinnen, denke ich. Zumindest unentschieden gestalten. Muss er nachsetzen, schön die rechte jetzt und da wackelt er quer durch den Ring. Johnson, das ist ja angeschlagen und Marquez muss nachsetzen. Kleine Pause für Johnson. Ja, da müsste ja doch hier ein bisschen mehr ruhig Blut bewahren, Marquez. Setz nach, Junge. Und Johnson ist natürlich ein erfahrener Kämpfer, er klammert jetzt. Und das soll er auch sonst machen. Da hätte er mehr rausmachen können, dieser Rafael Marquez. Da hat er Mark Tuschab Johnson zum Abschluss frei gehabt und er hat sich nochmal gerettet. Klasse Runde für Rafael Marquez. Aber wie gesagt, da war mehr drin. Ja, jetzt weiß natürlich jeder, was zu machen ist. 1990 wurde er Profi, dieser Mark Joseph Johnson. Dann 1993 gegen Alberto Jimenez, WBB-Weltmeister. Unbedeutender Verband, aber hier nochmal die Zeitlupe. So, dann kriegt er die Rechte ans Kinn genagelt und marschiert hier erstmal quer durch den Ring. Und dann setzt sie die Bestrafung fort. Allerdings vergaß Marquez den Sack zuzumachen. Wie gesagt, also 1993 der erste große Erfolg gegen Alberto Jimenez. Tja, 1996 wurde er der Weltmeister, dieser Johnson gegen Francisco Tejedor. Das Ganze im Fliegengewicht, IBF. Einiges Klasse höher holt er sich den Titel dann auch noch insgesamt. Blieb er dann in 10 Kämpfen ungeschlagen. Es waren gute Gegner dabei, wie Rata Nachai Vorapin, der zuletzt Danny Romero besiegt hat. Also hier im Bantamgewicht, da ist doch einiges an Leben vorhanden. Jetzt haben sich beide Seiten hier wieder beruhigt. Und in der
Form, in der sich hier beide präsentieren, brauchen die Weltmeister keine allzu große Angst zu haben. Wieder gute Aktion jetzt von Marquez. Die rechte zum Kopf von Johnson. Also in den letzten Runden ja, hat er gut aufgedreht, der Mann aus Mexico City. Und vielleicht macht sich jetzt hier die Arbeit bezahlt. Diesmal eine Verwarnung für Johnson wegen Haltens. Zur Abwechslung, ja, vielleicht macht sich jetzt für Marquez bezahlt, dass Johnson ja schwer abspecken musste. Und ihm jetzt die Kraft fehlt. Hat ganz so den Anschein. Oh, ich denke, beide werden sie froh sein, wenn die 10 Runden rum sind. Die 9 haben sie ja fast schon geschafft. Johnson versucht es ja mit Überraschungsangriffen, aber wird jetzt immer wieder blendend gekontert von Marquez. Ja, und das macht jetzt im wiederholten Male Marquez, dass er danach setzt, nach dem Gong. Wenn er da mal aus sich herauskommt, aus seinem Schneckenhäuschen, dann hat er die Möglichkeiten, hat er auch die Klasse gegen einen Mann wie Johnson zu bestehen. Auch noch Schlagabtausch hier. Letzte Runde. Schöne Rechte zum Körper von Marquez. Schläge ist natürlich ungenauer. 2, 3, 4 Heumacher von Johnson hintereinander. Ja, beide sind sie bemüht, hier in der letzten Runde noch einmal die Punktrichter auf ihre Seite zu ziehen. Allzu überzeugend ist es allerdings nicht. Viele, viele Schläge, wenig Treffer. Ja, nochmal ganz gute Aktion von Marquez. Er hat jetzt hier die besseren, die sauberen Treffer. Und Johnson ist fertig, das sieht man. Er muss noch durchhalten. 1:30, 1,5 Minuten. Aber er hat ja Routine, er weiß, wie man sowas macht. Und er schlägt schon wieder nach dem Break, dieser Marquez. Könnte auch eine Verwarnung geben. Oh, Johnson steht da, er steckt nur noch ein. Schlussspurt hier von Marquez. Noch eine Minute, eine lange Minute für den Ex-Weltmeister. Klasse Aktion nochmal für Marquez. Und Johnson hat hier nichts mehr entgegenzusetzen. Ich denke, er wird froh sein, dass der Kampf hier nach 10 und nicht erst nach 12 Runden vorbei ist. Er ist fertig, er ist ausgelaugt. Holt zwar noch mal alles aus sich heraus. Ich denke, er boxt hier schon halb im Unterbewusstsein. Marquez hier mit den klaren, mit den besseren Treffern. Aber er steckt auch ein. Ah, nochmal ganz nach dem Geschmack der Zuschauer hier, die letzten Sekunden. Beide prügeln aufeinander ein, versuchen alles. Jetzt auch mal ein paar Schläge Richtung Nieren. Oh Gott, nochmal eine Verwarnung. Naja, ist der Kampf aus. So, keiner freut sich richtig. Hat man auch selten. Normalerweise springen sie beide auf die Seile und lassen sich feiern, aber da sind sich nun alle uneinig, wer hat da gewonnen. Ich denke, nach diesem Kampf wäre das gerechteste Urteil ein Unentschieden. Beide waren sich überragend. Beide haben sie ihre Highlights gesetzt.
Bin mal gespannt. Roy Hawkins, Lucy Rogers, Gail Van Hoy. Tja, das hat man sonst anders nach solchen Kämpfen. Da lassen sich die Kämpfer feiern. Und ich denke, dass Lupe Contreras hier nun gleich das Urteil verkünden wird. Mal die guten Aktionen von Marquez. Da fängt aber auch noch mal eine. Marquez war in der zweiten Kampf dieselbe der bessere Mann. Johnson in der ersten. Beide holen sich noch mal alle so sicher raus und jetzt harren wir des Urteils. So, und jetzt zum ersten Mal zeigt er an, also vielleicht habe ich ja gewonnen. Nicht mal die Faust in die Höhe. Er hat einfach zu wenig gemacht. Er hat das Zeug gehabt, hier Johnson klar zu besiegen. Und als Johnson wankte, da hat er nicht energisch genug nachgesetzt. Marquez rufe. In Corpus Christi natürlich auch viele Mexikaner hier. Texas liegt ja an der mexikanischen Grenze. Und da wird noch eifrig gerechnet. Tja, wer hat nun gewonnen? Rafael Marquez oder Mark Joseph Tuschab Johnson? Die große Frage hier im Corpus Christi. Werden schon mal in die Bandagen aufgeschnitten, um es den Kämpfern etwas kommoder zu machen. Jetzt das Urteil. Also kein einstimmiges Urteil. 94-93 for Johnson. So, Hawkins für Johnson. Judge Van Hoy scores about 96-91 for Marquez. 96-91 für Marquez, auch ein bisschen viel, denke ich. Rogers scores about 97-94 to the winner by split decision. Mark Tuschar Johnson. Sieger also Mark Tuschab Johnson. Aber ich kann es Ihnen gleich sagen, zu Hause, als er da angekommen war und sich noch feiern ließ, dieser Mark Tuschab Johnson erfuhr, dass er diesen Kampf trotz allem verloren hat. Tampa, Florida. I left the